Hi, I'm Simon Phillips. And Philippe Says. Pino Palladino. And thank you for watching Jazz Rock TV. Schön relaxte Nummer. Ja, genau das Richtige für uns, oder? Ja, manchmal relaxed, manchmal kann es ein bisschen hektischer werden, wie auf dieser Platte von PSP. PSP, das sind Pino Palladino am Bass, Philipp Says, nicht zu verwechseln mit Philipp Says. Philipp Says mit A-Y-C-E ist ein hervorragender Gitarrist. Über den können wir auch nochmal sprechen. Philippe Says mit AI, Doppel S und E ist ein französischer Keyboarder. Und Simon Phillips. Ich sag nur, zuletzt Toto. Ja. Und halt mega bekannt. Gleich im Mal können wir im Einzelnen über die Jungs sprechen. Und Georg hat seinen Ranzen gepackt. Ein paar Unterhosen, ein paar Socken und frisches Hemd und ist nach Belgien gefahren. Ja. Belgien nicht so weit entfernt. Aber erreichbar von Köln aus. Ja. Und da haben sie gespielt, auf ihrer Europatournee, kann man fast sagen. Mhm. In Verviers. Verviers. Ich kannte den Ort vorher nicht, aber ich habe von einigen Freunden schon gehört, die direkt gesagt haben, als ich gesagt habe, die spielen irgendwie, ich fahre nach Verviers. Ah, cool, da gibt es einen coolen kleinen Club. Spirit of 66. Mhm. Und da muss man sagen, der ist wirklich cool. Also das ist so ein bisschen retromäßig aufgemacht, so Route 66-Kram überall in den Wänden und sehr stimmungsvoll. Und weißt du, was das Beste ist? Der Inhaber, der macht das genau wie wir. Der macht das so nebenbei, weil er Spaß dran hat. Cool. Das habe ich echt nicht geglaubt. Das ist mittendrin in der Innenstadt. Mhm. Wirklich ein cooler Laden. Und ja, ich glaube, er ist eigentlich, irgendwer hat mir erzählt, er ist eigentlich, glaube ich, verkauft der Kartoffeln, ist Kartoffelhändler oder sowas. Und macht in seiner Freizeit, macht er einen richtig coolen. Da sagt man immer, der ist Kartoffelhändler, sehr wahrscheinlich gehört ihm der halbe Großmarkt und er verkauft nicht Kartoffeln, sondern er verkauft jeden Tag 20 Megatonnen Kartoffeln. Genau wie damals Prinzessin Caroline von Monaco den Fischhändler geheiratet hat. Und jeder stellt sich dann vor, ja, der Fischhändler, das ist einer mit einem, Fischstand auf dem Markt. Das war auch so ein Großhändler, Multimillionär natürlich. Ja. Also das sind so die Kartoffelhändler und Fischhändler-Geschichten. Aber ich finde das klasse, dass dieser Mann nebenbei... Aber siehst du mal, mich kann man mit solchen Geschichten noch irgendwie beeindrucken. Ja, du bist noch, klar, ist auch gut so. Ich finde das auch klasse. Also der Kartoffelhändler hat den Club Spirit of 66 und da waren die drei Jungs, Pino, Philipp und Simon, und haben da gespielt und Georg war dabei und wir gucken mal rein. We'll be right back.
started playing on my solo record on a couple of songs, and then when the record was released, everybody got really juiced up about the fact that Pino and Simon were playing on you know several tracks, and those were the tracks that people were noticing on the album. So we decided to go to Japan, and we were invited by was Billboard Live to go to Tokyo and do a few concerts, and which was really the first time that we all got together and put a show together. And right there and then we decided that was worthwhile, you know, continuing, and let's make it into a band, and hence PSP. And it was just an idea that you had all together, or this was... Well, I mean, it was started by Philippe getting me and Simon to play on his album. And then we talked about it, and we had a rehearsal. And the first rehearsal sounded great, you know, so... You don't have to discuss it after that. Yeah. Pino was in LA, and Philippe and I were working in LA. We lived there, and it was the only possibility to rehearse, which was something like October, right? And yet the tour was in February, so that was our only rehearsal, and then we had one rehearsal in Japan before the gig. Okay. And we just Pino was supposed to arrive around 2. He got there about 5. LA traffic, and we just, you know, we made some tea. It was much later than 5. It was, wasn't it? It was about 9. Yeah. It was around 9 o'clock or something. It was great. I think I was doing something. You were. You work at. With somebody. Actually, you were. Yeah. It was a day off, and he was having a long lunch, Sunday lunch, you know. Okay. And anyway, came in. I made him some tea, and we, you know, chatted, and we sat down, and I think we may have played your song. I think it was the first one. What's wrong with you? And I just remember feeling it was like magic. It was just like, well, say no more. I think we have a band here. This is just, it was quite amazing. But so. But the tunes is that you will play today and on the tour. It's built from tunes from each of you, actually. So you just put everything together. Or? Yes and no. I mean, now, the 2.5 years later, we have written material specifically for the band. But obviously, because geographically, you know, Pino's in England, and we're all busy doing so, it's kind of hard to get together to write. But now we're starting on that. So we have, like, maybe 4 or 5 tunes which are specifically written for the project. Actually, when I saw that you were doing a second tour and still touring a lot and building new tunes, like you said, so I was really surprised, because when it started, it looked a little bit like, okay, a great band, but this is just a fun project, and then maybe we'll never hear from them again. But now, I think you... Oh, you thought it was just a band with just pretty faces? No. A boy band. Boy band. Yeah. Oh, they were quite famous. So. No, it's tricky. No, it's tricky because everybody is really busy. I mean, particularly these two, you know, very, very busy. So it's hard to, you know, to get it together. But you know, like we say, when there's a will, there's a way. So if you know, we want it to continue. So we always find some ways to make it work somehow. And actually, there are so much fans, they love it. Yeah, you can see on the tour, I think this is also something that... They love the band. I mean, there's something about it. There is a kind of... there is a sound, there is a vibe, there is a magic there, and people really catch on to it. You know? Ja, coole Jungs. Ja, also ich glaube... Drei Stück Musikgeschichte. Ja, da haben sich aber auch, glaube ich, drei gefunden. Also wenn man da sieht, was die da und wenn man zusammen so auf die Beine stellen. In die Listen reinguckt, mit dem ich schon zusammengespielt habe, da findet man immer wieder Parallelen. Ne? Also zum Beispiel bei Pino Palladino findet man Elton John, den findet man auch bei Philippe Saez.
dann findet man bei Pino Palladino Tears for Fears, die findet man auch bei Simon Phillips, dann findet man, jetzt muss ich die Brille mal aufsetzen, ich hatte noch so eine schöne Übereinstimmung, Mick Jagger, Rolling Stones und so weiter. Also die sind sich schon des Öfteren begegnet im Laufe ihres Sidemantle-Daseins. Ne? Also nochmal kurz, Pino Palladino ist noch relativ jung, also Anfang 50, ja, so 57 geboren, 54 Jahre alt. Und hat, ist in den 80er Jahren durch den Paul Young Bassin bekannt geworden. Ne? Ja. Das kennt wohl jeder. Ja. Also das Erste, was einem einfällt, Paul Young. Sollen wir da nochmal kurz reinhören? Ja, klar. Ja, gut. Klar, schöne 80er Nummer. Ab dafür. Pretty soon, I'm gonna tear your playhouse down. War der Bass schon markant, ne? Das war so, war so ein Ding, wo der also Fretless Bass auch mal richtig rauszuhören war. Coole Sache. Ja, Paul Young, John Mayer ist sein aktuelles Projekt. Ja, schon seit längerem, glaube ich, spielt er in der John Mayer Band. Mhm. Auch John Mayer ist auch ein hervorragender Gitarrist, nicht zu unterschätzen. Er ist ein bisschen Popkünstler. Aber spätestens, wer damals in die Possibilities von Herbie Hancock reingehört hat, diese geile Songs, Stitch Up und so, und dann gibt es auch eine Doku-DVD dazu. Da sieht man, dass der Mann mithalten kann mit den Großen dieser Welt. Ne? Phil Collins, Schipper, Pino auf der Liste, Elton John, wie gesagt, Tears for Fears. David Gilmour von Pink Floyd. Also, ich glaube, die Liste ist ellenlang. Ne? Ja, wirklich, also. Und er ist quasi Haus- und Hofbassist in meiner Lieblingsfernsehsendung. Der große Preis. Nee. One Shot Not. Mit Manu Katché auf Arte immer mal wieder gucken, www.arte.de. Sonntagsabends, ne, glaube ich, wird es meistens. Samstagsabends, wird immer ein paar Mal wiederholt, die Folge, ich weiß nicht, kommen, glaube ich, ein bis zwei neue im Monat. Sehr interessante Musikprojekte, und da ist Pino Palladino oft zu Gast, weil er, glaube ich, auch mit Manu Katché ganz gut kann. Ne? Und sollen wir jetzt noch mal reinhören, vielleicht eine schöne Stelle von Pino Palladino mal anhören? Ja. Ja, dann machen wir das doch. Pino Palladino. Hör mal, nachdem du jetzt hier irgendwie als Keyboarder über die Bassisten referierst, kann ich ja ein bisschen was zu Philipp Sess erzählen. Ja. Ne? Philipp Sess haben wir ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, haben wir schon mal gehabt hier, ne? In unserer Grimmi. Ja. Ich glaube, in der 2009er Folge. Ne? Ich erinnere mich. Damals wusste ich nicht genau, ob es er ist. Ach so. Oder er. Ja, also Philipp mit dieser Platte. Sess. Also nur durch die Schreibweise unterscheiden sie sich eigentlich. Ja, das ist ziemlich genau ausgesprochen. Auf jeden Fall Philipp Sess, auch wenn man bei Philipp Sess guckt, wo er, was ja gerade schon ein bisschen gesagt, wo er schon gespielt hat, die Liste ist ellenlang. Mhm. Also da tauchen ja irgendwie hier Leute wie El Giro, Chaka Khan, Elton John, Billy Joel und so weiter auf, aber auch Sanborn oder wie sie alle heißen, David Bowie, Luther Vandross, er hat überall mitgespielt. Mhm. Und bei dem jetzigen Projekt, auch bei dem Live-Konzert, der hat ja da so eine Burg von Keyboards und auch so ein bisschen Analogzeug. Das sieht man ja auch in dem Konzert, wo er da irgendwie auch Spaß hat mit seinen Analog-Sounds. Und Simon Phillips hat ihn ja auch vorgestellt als die drei Personen, ne? Mhm. Wo er gesagt hat, so irgendwie auf der Bühne, diese drei Personen, also was der als in einer Person da auf die Beine stellt, und auch mit einer Leichtigkeit, das ist schon beeindruckend. Also. Das ist ein Multi-Keyboardist, also der kann wirklich auch, der macht das sehr geschickt,
wie er das aufteilt, wann er wo irgendwie was aufblitzen lässt. Ich meine, er hat auch nur 10 Finger und 2 Hände. Trotzdem greift er mal dahin, greift dahin. Hat immer, der Sound bleibt immer voll, er schafft sehr gute Übergänge, hat eine gute Soundauswahl und so. Macht ja, aber auch nicht zu viel, ne? Also ist nee, macht nicht sehr zu viel, aber songdienlich und wirklich ja, so. Aber trotzdem ist er so eigentlich ja der Soundfundament, ne? Ja. Neben den beiden anderen, einerseits so die Klangfarben beisteuert. Ja, ne? Ja. Und das macht er hervorragend. Ja. Ja. Ich glaube, super, er ist auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, als das Projekt ins Leben gerufen wurde, ich glaube, das war 2009, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass Philip Sess und Simon Phillips aufgrund irgendwelcher Projekte oder auch, glaube ich, dieser Platte wieder miteinander zu tun hatten. Und dann aus irgendeinem Grund kam dann Pino Palladino dazu und dann hat man gesagt, ja, komm, lass uns mal irgendwas machen. Und dann ist dieses Projekt daraus entstanden und inzwischen, glaube ich, das hat man, merkt man auch im Konzert, auch beim Interview, dass sie so richtig Spaß dran haben. Ne? Dass sie einfach da, ich glaube, da haben sich drei gefunden, die auch super miteinander harmonieren und einfach zusammen so viel Spaß haben und das auch transportieren, auf, wenn man bei den Konzerten ist. Ja. Ja, guck mal nochmal rein hier. Ne? Ja, guck mal nochmal eine schöne Passage mit Philip Sess. Großer Meister der schwarz-weißen Tasten, beneide ich sehr. Weil ich mir, also dieses Video von uns könnte man ja quasi auch als Schulungsvideo für den Keyboarder rausgeben. Da gibt es einen sehr schönen Einstellung immer, zu tun, immer in die Burg. Und ja, bei genug Interesse, Keyboarder, meldet euch. Wir sprechen mit Philipp, der moderiert dann noch ein bisschen dazwischen, erklärt seine Angehensweise und wir nutzen dieses Video als Demo, quasi Live-Demo, wie er das dann umsetzt. Ja. Jetzt gibt es noch ein paar Namen hier, noch einen Kollegen, der hat gespielt mit, ist eine ganz illustre Mischung, Stanley Clark, Mick Jagger, Jeff Beck, Tears for Fears, dann aber auch Judas Priest, Whitesnake, Robert Palmer, das war damals, das waren ja Michael auch Schenker, glaube ich, war Michael Schenker. Also er hat eine eindeutige Rock-Tendenz, ja. Ne?
Toto natürlich, San Phillips. Grandioser Drama, ist irgendwie als in den 80er Jahren aufgekommen und als ganz junger Typ und ja, nichts verlernt, oder? Nee, nach wie vor irgendwie. Sieht selbst. Ja, Simon Phillips, was soll man da noch erzählen? Ich meine, der. Ja, wir könnten jetzt natürlich Stunden erzählen. Wir können jetzt Stunden erzählen. Aber dazu müssen wir noch ein paar Tage recherchieren. Aber du hast die ja live getroffen. Ja. Das ist doch mal so eine erste Handinformation. Und jetzt erzähl doch mal, wie die Jungs so sind. Ganz normale Menschen. Käffchen. Man glaubt das nicht, das sind ganz normale Menschen. Nein, wirklich, die haben, nicht gerecht. Die haben auch noch wirklich Spaß an. An der Musik und diesen, das sind ja nun irgendwie auch da in Verviers, das ist ein kleiner Club, das ist jetzt nicht irgendwie eine Halle wie mein Simon Phillips, er spielt auch mit Toto in der Halle mit 10.000 Leuten oder noch mehr. Und da steht man da mit in der Halle mit 200, 300 Leuten und man spürt aber, dass sie das, dass sie einfach da richtig Spaß haben. Ja, aber was mich so jetzt interessieren würde, ist ja nicht die kleine Halle und so. Du warst ja mit denen Backstage und hast Smalltalk gehalten. Und die haben uns noch den kleinen Aufsager gemacht, den wir vorne gesehen haben und so. Wie sind die denn so? Sind die so ultra cool oder? Die sind natürlich schon cool, ne? Wenn ich gucke, was die alles schon gemacht haben. Natürlich, ich glaube, wenn ich irgendwie mit den Stones und mit John, was weiß ich was, irgendwie schon Händchen haltend irgendwo irgendwie durch die Welt gezogen wäre, dann wäre ich auch cool, oder? Das ist auch cool. Ja, man sieht. Also klar, das merkt man schon, das sind natürlich Leute, wenn die anfangen zu erzählen, mit wem die schon gespielt haben und so, ne, da stockt er manchmal natürlich schon der Atem irgendwie, ne, was sie schon alles erlebt haben, wo die unterwegs waren. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, dass sie trotzdem noch irgendwie an den Kleinigkeiten und an der Musik, auch in der Nähe zum Publikum und so, dass sie da Spaß haben. Und dass auch wenn die ihre Ansagen da gemacht haben, nach vorne gegangen sind, dann merkte man, dass sie das auch mögen. Hier einfach ein bisschen familiärer und nicht so eine Riesenhalle, da stehst du am Mikro und ne, siehst nur ein schwarzes Loch. Ja, also ich glaube, die sind wirklich noch so mit dem Herzen wirklich mit der Musik. Also denen geht es wirklich noch um die Musik und nicht jetzt so hier, ich muss jetzt die großen Nummern hier machen und viel Geld auf dem Konto haben sie wahrscheinlich sowieso, aber den merkt man auch wirklich an, dass ihnen wirklich was an der Musik liegt. Wenn man jetzt hier so die ganze Liste liest, der Leute, mit denen sie gespielt haben oder die sie eben aufgezählt haben, das sind ja perfekte Produktionen. Ne? Dann denkt man immer an so Übermusiker, weißt du, wo also die keine Schwächen zeigen. Dürfen diese wahrscheinlich bei so Sessions auch nicht großartig zeigen. Hast du denn das Gefühl, wenn die da auf der Bühne stehen und du beobachtest sie beim Musik machen, dass das alles ultra perfekt ist? Ich glaube, das sind schon Perfektionisten. Haut ein Pino auch mal daneben.
natürlich hauen die daneben. Ich sag ja, das sind auch Menschen. Aber du merkst, das merkst du natürlich mehr, wenn du nah dran bist, als wenn du jetzt irgendwie da 200 Meter weg bist in der großen Halle. Ich glaube, das sind alle drei wirklich Perfektionisten. Und das hat man auch so ein bisschen gemerkt, wenn dann irgendwas nicht stimmte oder so. Und wenn dann irgendwo, gucken sie, ne? okay, merkt sowieso keiner. Aber ich glaube, das sind wirklich Perfektionisten. Wenn die das spielen wollen, dann wollen sie wirklich, dass das von vorne bis hinten perfekt ist. Und, aber alle drei. Ja, dann hier noch ein Stück perfekte Musik von Pino, Philipp und Simon. Aber nicht zu perfekt. Ne? Nee, es rockt schon, oder? Ja. PSP, wir haben ja mit, ich habe ja mit denen gesprochen noch, also ich denke, da kann man auch ein bisschen was erwarten. Die haben ja so ein bisschen angedeutet, sie haben so eine kleine EP gemacht mit vier Titeln. Ich glaube, die kann man bei iTunes oder irgendwo, auf jeden Fall über die Homepage also, beziehen. Also, nicht nur das Live-Album, nee, nee, da gibt es schon, also ne? Es gibt weitere Pläne. Und, es gibt weitere Pläne. Ja, warum auch nicht? Also diese CD natürlich jetzt schon von 2009, glaube ich, rausgekommen. Kann man unbedingt empfehlen. Und da werden wir bestimmt noch was hören. Also ich glaube, die Jungs sind auch sehr motiviert, das Ganze nicht einfach so als ein Einzelprojekt stehen zu lassen, sondern wirklich hier weiterzumachen. Ja. Und die sind ja noch jung, da kann ja noch was draus werden. Da wird bestimmt noch was draus. Ne? Vielleicht spielen die eines Tages sogar mal mit Elton John von Chaka Khan. Wer weiß. Wer weiß.
Ja, in diesem Sinne. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit dem, was wir euch hier präsentieren. Und wir rocken weiter hier, besuchen die Konzerthäuser dieser Welt und sind auf der Suche nach guten Musikern und guten Interviews und immer für euch da. Bis zum nächsten Mal. Thank you very much for coming tonight.